Die Plattform Österreich testet hat über 500.000 Euro gekostet und in New York gibt es bald wieder Großveranstaltungen, trotz Corona. Das und mehr gibt's jetzt für euch bei Push um 12. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mahlzeit. Die Anmeldeplattform Österreich testet hat über 500.000 Euro gekostet. Das geht jetzt aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober an die NEOS hervor. Im Monat häufen sich dann nochmal für den laufenden Betrieb zusätzliche Kosten von knapp 190.000 Euro. Damit beauftragt war die Telekom Austria, die das Projekt über ihre Tochterfirma World Direct betreut hat. Die NEOS zeigen sich über die Summen empört, denn im Vergleich dazu habe das völlig überteuerte Kaufhaus Österreich laufende Kosten von 5.000 Euro. Laut Hoyos sei das der nächste Beweis, dass die Regierung mit jedem Digitalisierungsprojekt Millionen an Steuergeld hinausschleudert. Wie schön wär's, einfach mal wieder zu einem Konzert oder zu einem Fußballmatch gehen. Ja, wenn da nicht Corona wäre. Im US-Staat New York wird jetzt ab 23. Februar, also in gut zwei Wochen, genau das möglich sein, trotz Corona. Der Governor Andrew Cuomo hat gestern bekannt gegeben, dass Stadien sowie Großveranstaltungen wieder stattfinden dürfen. Grundlage dafür sei, dass die individuellen Pläne der Veranstalter zur Vermeidung von Corona-Ansteckungen von der zuständigen Gesundheitsbehörde abgesegnet würden. Dabei gelten strenge Richtlinien. In Frage kommen nur Stadien mit mehr als 10.000 Plätzen. Diese dürfen dabei nur zu 10% ausgelastet sein. Außerdem müsse jeder Besucher einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter ist als 72 Stunden. Eine Gesichtsmaske tragen, Abstand zu anderen Menschen halten, sowie sich einem Temperaturcheck unterzuziehen. Corona-bedingt adoptieren immer mehr Menschen ein Haustier. Das stellt die Innsbrucker Amtstierärztin Elisabeth Grillhofer täglich in ihrer Arbeit fest. Allerdings fällt auch auf, dass immer mehr Hundewelpen und Katzenbabys übers Internet gekauft werden. Wäre insofern nicht schlimm, ist da nicht die Tatsache, dass gerade im Internet der illegale Handel mit Haustieren stattfindet. Die Webseiten versprechen zwar eine seriöse Herkunft, allerdings stecken da oft qualvolle Zuchtmethoden dahinter. Sowohl Grillhofer als auch das Amt für Veterinärwesen in Innsbruck warnen vor solchen illegalen ZüchterInnen. Wenn ihr euch also nach gründlicher Überlegung ein Haustier zulegen wollt und euch ganz sicher seid, dass ihr auch genug Zeit dafür habt, dann schaut am besten im nächsten Tierheim vorbei. Dort gibt es nämlich auch ganz, ganz viele Tiere, die auf ein schönes Zuhause warten. Das war wohl eine ganz schlechte Idee. Einen Haarspray mit einem Sekundenkleber zu verwechseln, ist halt echt richtig bitter. Und das ist auch wirklich passiert. Und zwar in Amerika. Eine 40-jährige Frau aus Louisiana hat mit dem sogenannten Gorilla Glue ihre Haare fixiert. Und zwar so gut, dass sie einen ganzen Monat keine einzige Strähne bewegen konnte. Trotz zahlreicher Ratschläge hat sie den Leim nicht rausbekommen, aber kein Wunder. Immerhin ist der Leim auch für Holz, Karton oder Laminat gemacht. Im Spital erhält sie dann Aceton und steriles Wasser für zu Hause. Und die Behandlung war zwar richtig schmerzhaft und die Haare mussten auch ab, aber zumindest war der Kleber raus. Einige Stars haben ihr dann sogar geschrieben und ihr Mitgefühl gezeigt. Unter anderem Chance the Rapper oder auch Beyoncés Hairstylist, der ihr sogar eine Perücke angeboten hat. Das war's auch schon wieder mit Push zu Mittag, Mahlzeit und bis bald.